Swiss Student Sports Award, neueste Auflage hier wieder in Luzern. Willkommen, bienvenuti. Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous sommes ici pour célébrer l'excellence et honorer nos médaillés et nos médaillées. Es geht da nicht nur um Exzellenz, es geht auch um Freundschaft und Respekt. Unsere Athleten können mehr als nur Medaille gewinnen. Es waren dieses Jahr in 11 Sportarten Teams aus der ganzen Schweiz an verschiedenen Orten in Europa an den Europameisterschaften, European University Championships. Wenn es um World University Games geht, bin ich immer Feuer und Flamme. Man sagt, böse Zungen, ich habe sogar noch doktoriert, dass ich doch noch eine Medaille holen kann dann an den World University Games. Swiss Student Sports Award Winter geht dieses Jahr an Erik Wieler. Diese fünf Ringe, die faszinierend sind, faszinierend und bleiben der Traum und das Ziel von vielen jungen Athletinnen. Darum sind wir bereit für Paris. Ich traue das uns zu, wenn die Schweiz gewinnt. Die Zeit funktioniert ein bisschen anders an diesen Sport-Groß-Events. Den Swiss Student Sports Award Winner Sommer und mit der Goldmedaille im Stabhochsprung ist das Angelika Moser. Ja, mehr als aufgegangen. Also, ich glaube, es war definitiv eine extrem wertvolle Erfahrung und es hat mir noch einmal Selbstvertrauen gegeben und auch noch mal Motivation in Richtung Budapest. Wenn wir Rolf Döring anschauen, sehen wir aber auch, dass er immer noch selber ein aktiver Sportler ist und in all diesen 20 Jahren kaum eine Sitzung fehlte und jederzeit persönlich erreichbar war, wenn es galt, Probleme anzusprechen oder zu lösen. Also zuerst einmal möchte ich euch allen herzlich gratulieren für die sportlichen Erfolge vor allem, aber auch herzlich danken aus meiner Sicht für das, was Sie alle hier im Saal für den Schweizer Sport, sei es Schulsport, Universitätssport oder auch im professionellen Sport tun. Beim Sport geht es darum, dass man letztlich ein Ziel hat, das verfolgt, dass man auch, wenn man keinen Erfolg hat, wieder aufsteht, wieder weiterkämpft. Und das zeichnet uns alle aus. Und das ist auch etwas, das die Sportler meines Erachtens auch in der Wirtschaft wirklich auszeichnet. Ja, es geht weiter. Ich habe vorhin Jörg gesehen. Wir hatten ja eben noch das riesige Highlight mit den Europameisterschaften. Jetzt kommt das nächste Highlight, Lenzer Heide, Studierendenweltmeisterschaften.